So, Leute, Qualität ist mal wieder scheiße, aber das seid ihr ja mittlerweile eigentlich auch schon gewohnt aus meinen Videos. Es ist spät für mich, aber naja, es ist 21 Uhr, fast halb. Und ich muss morgen um 4 Uhr aufstehen. Warum? Ich bin morgen in Stuttgart bei Was Wir, den YouTubern, im BFF-Fan-Treffen. Und ich werde ein bisschen was vloggen. Wahrscheinlich nichts von dem Fester oder so. Vielleicht ein bisschen was, aber ansonsten nicht so viel. Und vielleicht vlogge ich ein bisschen was. Das wird jetzt hier im Voraus produziert. Wahrscheinlich habe ich euch ein bisschen was mitgevloggt. Wenn ja, dann blende ich es euch gleich ein. Ansonsten nicht, dann ist das Video halt, kommt ein Video nicht. Ihr fragt euch wahrscheinlich, ich habe schwarze Haare. Habe ich schon lange, habe ich auf Insta auch ein paar Fotos schon gepostet und alles ist ja auch vollkommen egal, interessiert jetzt keinen. Aber ich wollte es nur angekündigt haben. Wahrscheinlich kommt ein Vlog. Ihr könnt euch wieder totlachen über meine Dummheit oder was auch immer da kommen wird. Aber ihr seid es ja mittlerweile schon gewohnt aus meinen Videos. Also ich wollte nur noch mal kurz die Opening-Szene sozusagen aufnehmen. Damit ihr Bescheid weißt, sonst wisst ihr ja gar nicht, wovon ich da schon wieder laber. Ansonsten, für mich ist es jetzt noch Freitag. Für euch kommen jetzt wahrscheinlich die Einschnitte, die ich mitgefilmt habe von dem Tag über. Vom Sonntag und Sonntag, Samstag und Sonntag meine ich. Ich bleib das Wochenende über da. Und was auch immer ich euch da zeige, ich freue mich schon riesig, aber das werdet ihr jetzt sehen. Viel Spaß beim Video. Findet. Ja, das habt ihr ja gesagt, aber hier bin ich jetzt. Ja, das stimmt. Ein Loch ist schwarz für dich. Was ist lila und hat ein Loch? Ich dachte, wir sind Freunde. Nein. Warum gehst du schon? Nein. Gehst du schon, Phantom? Nein, Phantom. Phantom? Bist du Phantom? Ciao, Phantom. Tschüss. Wieso ist das Licht jetzt auf einmal so scheiße? Gegen Ende des Videos. Ach, so ein Dreck. Immer ist alles scheiße hier. Moment. Jetzt könnt ihr mich hoffentlich ein bisschen besser sehen hier. Wenn nicht, ist ja auch vollkommen egal. Ihr seht, ich habe mein Was-Wir-Hoodie an. Ihr habt wahrscheinlich gesehen, dass ich ein paar Sachen aus Stuttgart gefilmt habe. Jetzt nicht groß viel, weil ich wusste nicht, was ich da filmen soll. Ich habe ein bisschen was gefilmt und ich habe auch was beim BFF-Treff gefilmt. Eigentlich viel mehr, aber ich schneide jetzt nicht so viel rein. Weil, ja, nö. Ihr habt ja auch schon ein Bild von mir und Cayman Flexi und Dr. Light auf Insta wahrscheinlich schon gesehen. Ich hoffe, es ist okay für sie, denke ich mal schon. Es war so ein cooler Tag. Das Programm war geil. Ich habe mich so gefreut, sie live zu sehen. Ich habe mich mit Cayman unterhalten. Es war so cool. Ich habe hier auch noch die Tickets von denen. Das ist natürlich jetzt ein Stück ab, weil wegen des Eintritts, aber ne. Und Cayman hat mir gesagt, vielleicht machen sie irgendwann das mal in der Nähe von Berlin oder so. Also falls jemand von euch dieses Mal leider nicht dabei sein könnte, vielleicht habt ihr beim nächsten Mal die Chance. Wann hat er mir nicht gesagt? Weiß er selber nicht. Er hat nur gesagt, vielleicht. Aber es war richtig cool. Hier haben wir auch noch einen Umschlag bekommen, den hat jeder dort bekommen, wo wir dann Challenges gemacht haben mit Luftballons, Quizzes und Hochhalten und sowas, bla bla bla. Und da drin habe ich mir die Autogrammkarten reingepackt, die ich bekommen habe. Denn ich habe jeweils von Dr. Light ein persönliches Autogramm mit meinem Namen drauf und natürlich auch von Was Wir bekommen. Einfach super. Ich bin so happy, dass ich das gemacht habe. Der Tag war richtig nice. Und
Ansonsten gibt es nicht viel zu sagen. Es hat mich mega gefreut. Ich weiß nicht, vielleicht welche von euch waren jetzt, glaube ich, nicht da. Also es hat mich auf jeden Fall keiner erkannt. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, es war ein mega cooler Tag. Das Foto ist richtig cool geworden. Ich habe zwar 3 weitere Fotos, die sind jetzt nicht die allerbesten, aber ich finde es richtig cool. Es war ein cooler Tag. Sogar Lucky war da. Man konnte ihn streicheln. Ey, es war so schön. Es war so schön, also ich würde auf jeden Fall nochmal hingehen. Aber das dazu. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Vlog gefallen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Es war eine Horrorfahrt, aber es hat sich echt gelohnt, dorthin zu gehen. Also ich hoffe, es hat euch gefallen, der Tag irgendwie, dass ihr was gesehen habt oder so. Was auch immer, werde ich mal sehen. Aber ansonsten mal sehen, wann wieder ein neues Video kommt. Das kann ich noch nicht sagen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüsseli!